Ja, moin Leute, euer LTL Player hier, dann herzlich willkommen zu einem weiteren Part zu Let's Play Dream League Soccer 19. Ja, wir sind schon mittlerweile am Part 20 angekommen. Wir spielen hier. Oh, da kommt Tottenham, da kommt noch Finale, glaube ich, Champions League, wenn bis dahin kommt. Auswärtsspiele, All-Star und dann ab in Liga 3. Ich würde sagen, Team wird stärker vorne. Ja, wir spielen hier halt dann gegen Portimao im türkischen Fußball. Und der Kanal ist nicht so ganz geladen. Naja, egal, ist halt der Kanal, der kommt auf jeden Fall. Ich würde sagen, also direkt mal den ersten Ball, Ronaldo. Haha. Da läuft der frei vom Tor rum, macht ihn direkt. Und ist er frei vom Tor, macht ihn direkt rein. Es ist halt ein Cristiano Ronaldo, ganz ehrlich. Asensio. Das ist jetzt quasi so ein Part zum Warmschießen gegen Tottenham. Und direkt mal 2-0. Also dieser Part ist dann mal hier zum Warmschießen gegen Tottenham. Denn Tottenham wird bestimmt schwer. Gerade auswärts. Uiuiui, da könnten wir echt Probleme haben. Eine Niederlage möchte ich nicht haben, denn das ist recht kein Gegentor. Gut, nur eine Niederlage kriegt man immer gut. 1, 2, 3. Oh, well timed. Got to admire skill like that. Great dribbling. Oh, ich hab einen Moment, Leute. Zum Glück hat mich die La Liga hier noch dran erinnert, das Internet auszuschalten. Ja, aber ich habe den La Liga-Ding aktiviert oder war es Real Madrid, keine Ahnung. Hab halt abonniert so. Deswegen Asensio. Ja, es war mal ein guter Schuss. Es war mal ein ordentliches Ding hier. Was macht Ronaldo eigentlich hinter der Bande? CF, Alter. He showed a bit too much to the opposition there. Marcelo. Benzema. The defender's back on the ball. He clears the ball to safety. Great skill from this player. Nicht gerade Bale on the ball. Long shot. Good. Oh, schöner long shot. Von Bale. Ja, wir lassen den Gegner jetzt ein bisschen kommen. So direkt drauf zu gehen, okay, da gehe ich mit Isco. Oh, determined challenge. Lovely bit of skill there. Well timed then. Good defending. Weißt du, wie ich den Ball hier verschwinde, ist echt, mein Gott, Alter. Toni Kroos, Masterklasse. Ist auch eh Halbzeit, ja, 2-0 führen wir hier. Und es ist halt klar, wir sind halt in Real Madrid gegen Portugal, was nicht so lang kann. Und hier unten sieht man noch die anderen Ergebnisse. Gut, Leute, es geht weiter. He's so skillful on the ball. Asensio. Asensio ist alleine. Asensio. Marcelo. Ah, okay, das war schade. Hätte ich nicht schießen sollen. Ich würde nochmal gucken in der Wiederholung, ob ich vielleicht noch Möglichkeiten hätte, statt zu schießen. Okay, ja, ich hätte Benzema legen können. No cards from the referee today. Irgendwie der Benzema zu legen. Naja. Keeper sends it long. Oh, Isco, schön. Das machen wir selber mit ihm. Ja. War ein guter Schuss. Ja. It'll be interesting to see how close that actually was. It looked like it was going in. Benzema, okay, da ist der Torwart. Aha, der ist außer der Linie.
Außerhalb der Linie wieder ein Fehler. Benzema. Das ist Ronaldo und da ist auch wieder da. Ich hätte gleich davon da schießen können, aber ich dachte mir so, nee. Ja, Ronaldo macht den ja sowieso rein. Das ist halt typisch Ronaldo. In der letzten Folge ja ausnahmsweise mal nicht getroffen. Aber jetzt wieder. Tor. It's becoming a bit embarrassing for the opposition here. Yet another goal from this brilliant player. Asensio, da muss er hin. Ein Wechsel und zwar wird Eden Hazard reinkommen für Karim Benzema. Eden Hazard, Freunde, ihr wisst, ewig nicht gespielt. Deswegen hat Asensio auch mehr Rating-Punkte, also ich denke, dass er einfach besser spielt. Aber jetzt kommt Eden Hazard wieder rein. Vielleicht kann er ja heute endlich mal wieder gute Leistung zeigen, bevor ich halt wirklich kurz davor bin, ihn zu verkaufen. Weil ich finde, was bringt eigentlich, einen Eden Hazard zu haben, den auf 90 trainiert, wenn er dann keine gute Leistung bringt. Ganz ehrlich. Okay, da ist er wieder, Eden Hazard. Oh, schön gemacht. Das war mal gut gemacht, das war gut gemacht von Hazard. Schöner Trick von Hazard. Dann der Ball für Asensio. Und dann macht Asensio den locker rein. 4-0. Hier gegen Portimao. Also für das Spiel gegen Tottenham sind wir auf jeden Fall schon mal warm. Ist auf jeden Fall nice. Ich glaube, ich hätte gerade Halbfinale, Bale. Liegen wir rüber, Ronaldo doppelt, 5-0. Ronaldo rübergelegt, aufgedoppelt, 5-0. Oh, er hat sogar einen Hattrick gemacht. Cristiano Ronaldo Hattrick. Okay, nice, Bay. Es ist wieder Ronaldo. Ausnahmsweise mal im letzten Part nicht getroffen. Jetzt trifft er wieder. Und wieder dreimal. Bale. He's onside here. And he's well on the keeper. Nein, kann er nicht. Hätte ich vielleicht nochmal schießen sollen. Let's see that again. Naja, die Fehler machen dann halt öfters. Oh. Ronaldo, oh, das war gut gehalten. Das war stark gemacht vom Torwart. Einwurf. Da war halb sehen Hazard. Ja, hat er sogar noch Hazard. Oh, schön gemacht. Auch gegen Sa, Hazard. Ja, okay, da verliert er den Ball. Aber wir haben 5-0 gewonnen und sind somit warm gespielt für die Partie gegen Tottenham. Hier Leute, Tottenham, Halbfinale. Eieiei. Ei, ei. Sehen wir nächstes Mal.